So, auf in die Schule, denn Anouk hat heute eine Übernachtung. Wir machen ganz viel was in der Nacht, aber das soll eine Überraschung sein und das wissen wir auch noch nicht. Dann machen wir einen Spaziergang und dann gehen wir mit unseren, also ins Wasser bis zu unseren Knien. Dann gehen wir auf einen schönen Spielplatz, wo man viel klettern kann. Und dann fahren wir, also erstmal fahren wir hin mit der S-Bahn, dann mit dem Boot. Dann fahren wir zurück mit dem Boot und dann mit der S-Bahn. Ja, umgedreht halt. Eigentlich essen wir noch ein bisschen was und dann essen wir noch ein bisschen Popcorn und dann schlafen wir. Das haben wir früher in der Schule nicht gemacht. Übernachtung mit Ausflug, mit Eisessen, mit Baden gehen, mit dies, mit das, mit jenes. Unsere Wandertage waren ziemlich eintönig. Beweisführung. Nicht wahr? Ich meine, da passt ja auch keine Arm durch. Mit dem Lenker rin, so. Puff. Scheiße. Der Tag fängt platt an. Mit einem platten Reifen. Hier. Und geht platt weiter, der Tag. Hinterrad. Es macht keinen Spaß mehr hier mit den Rädern, mit das zu reparieren. Guckt euch das mal an, was ist denn das? Guckt mal darauf. Was zur Hölle fahren die Leute für Räder? Kann nicht wahr sein. So ein Rad habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, war, weil du reparierst es und das ist nicht ordentlich und das kotzt mich an. Weitermachen. Egal. Und Nummer 3. Hoch platt. Und die Schaltung funktioniert irgendwie nicht. Jo, war ich auch. Shimano Inter Viergang. Was zählt nicht? Sieht man ja heute gar nicht mehr. Auf dem Markt. Sollte da was dran kaputt sein, kriegt man wahrscheinlich keine Teile mehr. Behaupte ich jetzt mal ganz kühn. So, ich baue aus. Bau aus. In der Mitte noch was schmeckt. Bau aus. Wir hängen den Zug aus. Die ist nur falsch eingegangen, davon funktioniert sie, du bescheiden. Ja. So, einmal ein neuer Schlauch. Dann wieder rein und checken, was los ist. Da war mehr, was ist denn da los? So, Schaltung ist eingestellt. Anker ist fest. Sehen tut's. Oh, noch Luft, jetzt kommt schon der nächste. Ich glaube, wir die Brötchen machen heute. Oh, ne? Next. Neue Draht, neue Glück. Erstmal Prost, ich brauche viel zu trinken heute wieder. Ich schwitze schon wie ein Wiederhopp, ist das gleich neu 11 Uhr oder ist schon 11 Uhr. Nicht gucken, das Rad ist völlig Schrott. Ja, okay, aber repariert, ne?
dann ist es halt nicht mehr Schrott. Schön leicht ist es ja, sind sie ja, die Alu-Räder von das Alu-Star von Kettler. Aber das ist wirklich komplett kaputt. Alles überall und auch furchtbar, furchtbar. Bremszug muss neu gemacht werden vorne und hinten bremst ohne mehr und damit ist sie gefahren. Steuersatz war lose, wird halt schon festgedreht und Luftpumpen. So Dinger, mache ich jetzt. Fertig. Jetzt kann ich mich draußen hinsetzen, den letzten Schluck Kaffee trinken hier, ein bisschen genießen und unser Bonsai ist ausgepflanzt. Ja, er ist weg. Das Bonsai-Moos ist weg. Ich wollte es nicht länger hier unten zumuten, mal gucken, ob es draußen noch was wird. Touristeninvasion, nennt man das? Ach du, hier ist so viel anders im Viertel, ja. Ich finde das Wochenende euch. Ich weiß. Das Rad habe ich ja gestern gekauft hier. Ein gutes Stück. Und das ist tot gestanden. Ne? Wenig gefahren, aber Zug muss neu gemacht werden, weil rostig. Das Wasser reingelaufen. Total rostig. Jetzt noch das Licht. Das wird das Schlimmste. Und dann. Gucken wir mal, Licht funktioniert nicht, warum auch immer. Licht. Wie gesagt, fast neues Rad, Licht läuft nicht. Kann an der falschen Zusammensetzung hier bei dem Stecker liegen. Da muss man darauf achten, dass die Kabel richtig präzise liegen. Wenn man jetzt hier hinguckt, dann sieht man, ich weiß nicht, ob ihr das seht, die sind nicht korrekt. Also ich mach's mal auf. Die müssen nämlich hier drauf liegen. Auch. Das ist nichts hier. Das liegt 100% nur daran. Schön gerade. Dann verzwirbeln. Dann Neistecke, Umschlage, so, Minimum. Dann wieder zu, dann werden sie nämlich hier gehalten, können nicht verrutschen. Und dann testen wir mal. Und es läuft. Licht Hinterrad, müssen wir neu machen. Bäckchen, bäckchen.
Boah, was ist denn los hier? Es fällt alles runter heute. Jetzt sind viele noch alles nach oben. Wie das? Ja, ich habe mir mal in den 90ern einen auf dem Mars bauen lassen. Leider ein Unfall natürlich irgendwie, ja. Und die Maß habe ich aber noch irgendwie. Und daran orientiere ich mich immer so grob da noch so. Ich findest du natürlich nie die Geometrie genau oder so. Aber dann 58er gehabt und 61,2. Jutti, dann bedanke ich mich erstmal für den Rundgang. Ja, hast du selber gemacht. Aber okay. Aber du hast dazu beigetragen, damit von dir, damit das Auge genährt wird. Das ist schön. Ja? Freue ich mich. Guck mich mal rein hier, Mann. Tschüss. Mach mal, bis dann. Ja? Ciao, ciao. Echt toll. Man sieht die Leidenschaft. Ja, ein bisschen ist da drin, ja. Ja. Läuft. Mietradpflege, zwischendurch muss auch sein. Hier funktioniert das Hinterrad, hintere Licht nicht. Kennen wir ja schon das Problem. Das mache ich jetzt, eine Arbeit, die ich draußen erledigen werde. Hier wollte ich was reparieren, aber da war nur ein Stecker raus. Ach Mensch, ich dachte, da gucken die Leute selber nach. Aber so ist das halt heutzutage, ne? Wird einfach gesagt kaputt. Jo, es ist schon wieder Nachmittag und ich komme hier an so einem Pucki-Rad rum. Ist überhaupt ein Pucki? Oder so eine Pucki-Fälschung? Da sind keine Lager mehr drin. Jetzt habe ich neues Fett drin gemacht. Und baue das ein. Ja, bitte! Was kaputt ist, also 25 Euro plus Reparaturen eventuell. Fertig. Lecker Suppe, lecker, lecker, lecker Lach. Ja, aber ich habe alles schon geschafft heute, was ich schaffen wollte. Jetzt steht mir nur noch ein Antrieb bevor, den ich vorbereiten muss. Diesen Penner da drin, in dem Bus. Ey, dieser, der hat mich gehört in der Wagen. Ich hab ich extra schon großzügig übergehört. Was ist das denn, Mann? Aber was will die? Was wollt ihr denn? Wollt ihr da durch? Zusammenklappen. Ja, aber wollt ihr da durch, oder? Nein, der wollte sich zusammenklappen, damit da ein Platz mehr ist für die anderen Kinderwegen. Weil da standen bestimmt 6 Kinderwegen kreuzig für am Bus. Aber das ging nicht. Ich meine, wie soll ich das machen? Ich hab's gar nie. Der Bus ist total buckelig gefahren. So, dann lagen da auch noch Sachen von mir unten in diesem Korb drin, meine ganzen Papiere von Blumen. Wo hätte ich die denn packen sollen? Dann hätte ich noch Skadi auf dem Arm und soll den noch zusammenklappen und dann beim Aussteigen wieder vorher entklappen oder was? Mit den ganzen Taschen, die ich habe. Aber wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte den gleich typisch. Nee, ich hab den erstmal gar nicht beachtet. Dann sagt er zu mir, pissig. Bist ja, kannst du nicht den Wagen zusammenklappen? Ja, erstmal, wer bist du denn? Ich meinte, nein, kann ich nicht. Ist ja auch so schwer, ne? Wieso geht's nicht? Da sind meine Sachen drin, das geht jetzt einfach nicht. Und ja, die kann man ja rausnehmen. Ist ja unglaublich, kann man nicht rausnehmen oder was? Und dann hat er sich anscheinend so innerlich so geärgert, dass er dann da über die ganzen Mütter rübergegriffen hat. Und das waren alles auch so Zigeunermütter, du weißt ja, wie die sind, ne? Hat er so über die rübergegriffen und hat den Wagen so angehoben auf einmal, ne? Ich schreie den da an, ey, lass meinen Wagen stehen, ne? Und die so, ey, pass auf mein Baby! Die sind ja da auch nicht so fein, ne? Und dann haben dann noch andere geschrien, lass den Wagen stehen, weil der war so unangenehm, ne? Und dann kam halt die Polizistin von hinten da nach vorne geschossen. So, lassen Sie den Wagen stehen! Ach, guck mal, da wieder drin, Mann! Ja, total witzig. Wieso waren die denn da drin? Da waren auch Sicherheitsleute. Ah, okay, dann sind die mitgefahren. Ja, wahrscheinlich. Die saßen vorne, die Sicherheitsleute, und die saßen hinten. Hier, guck mal. Habe ich heute gekauft. Volksstimme. Komm, wir gehen das Kampf Deutsches. Wo
Sonntag, 14. März 1920. Der eiserne Tanz beginnt. Linkes Blatt. So, kurz nach 20 Uhr ist es. Jetzt bereite ich noch einen Antrieb vor. Und das war's denn. Es regnet wie wild und verrückt da draußen. Unglaublich. Kreuzschlitzschrauben, deswegen ist ein Kreuz vorne drin, wenn du von vorne rauf guckst. Sieht aus wie ein Kreuz. Aber ist kein Und das Kreuz. Ist ein Schlitz. Da muss man sie wieder reinziehen. Die kriegt man ja nicht wieder rein. Das ist das Problem. Aber ich krieg die ganze Leiste wieder rein. Wenn man nur so macht, die Hälfte, dann kann man es schon wieder reinziehen. Ja, was muss man da gar nicht machen? Da muss man die gar nicht bewegen. Der iPad schlaft jetzt für immer nur. Mach mir die Kamera auch. Die lass mal bitte da so liegen, wie ich sie hingepackt habe. Okay. So war. Genau. Nimm mir sie mit. Später, wir müssen den mitnehmen, den Dampfführer. Später, wenn wir fertig sind, schon. Das hätte so hier, oder Papa? Ich muss das offen. Also man hat keine Chance, irgendwie hier das rauszukriegen. Keine Chance. 21.10 Uhr. Feierabend. Das mache ich mal, wenn ich Zeit habe. Also, das ist alles nichts. Okay, gut, liebe Leute, es ist Feierabend, es ist noch 21 Uhr. Ich sage tschüss, wir sehen uns morgen am Samstag. Ja. Schlaf gut.